Tabelle. Achso, das Pokal, okay. Das war jetzt Liga eben. Und wir sind Dritter mit 39 Punkten. Okay, die sind ein bisschen weiter voraus. Ah, wird schwierig, ne? Okay, Pokal gegen wen spielen wir jetzt? Ne, das ist, Ich spiele so. FA Cup ist das, okay, ja, Pokal doch. War schon richtig. Wo sind wir denn? Achso, das EFL Cup, egal. So, ab in den Tra ab ins Training, 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 Training. Ah, nein, warum habe ich Willkommen! Trainingbeginn gedrückt? Ey, nein, hab gar keinen Bock drauf. Wie mach ich nochmal? Kopfbälle. Flachschuss. Ja, wie soll ich denn das schießen, wenn er vor meine Fresse steht, ey? Vollkopf, ja. Oh, sehr schön. Und, ah, schade. So knapp ist auch gut. So. Weiter geht's. Ich will das nächste Spiel haben. Ich werde wieder mit Team spielen. Achso. Ich mache jetzt irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Schönes Tor. Schade.
Mehr Einsatz, okay, ja. War, ging nicht, ging halt nicht anders, ne? War ein bisschen schwierig, das Training, aber egal. Egal. So, gegen wen spielen wir jetzt? Zu Hause gegen Nottingham Forest. Sehr bekannte Mannschaft übrigens, aber spielt in der zweiten Liga. Oh, wir haben einen rot gesperrten. Ja. Entschuldige. Aber nichtsdestotrotz, William spielt auch nicht. Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Wir haben 1:1 gespielt. Aber das war doch Pokalspiel. Du wolltest mich sprechen? Williams, raus. Alex, seit du zu uns gekommen bist, hat sich bei diesem Verein und bei dir viel Gutes getan, denke ich. Es war eine tolle Erfahrung, Boss. Hoffentlich läuft die Rückrunde noch viel besser. Für dich auf jeden Fall, für uns nicht unbedingt. Was soll das heißen? Heute Morgen hat sich dein Verein bei mir gemeldet. Sie wollen offensichtlich, dass du wieder zu ihnen zurückkommst. Ich habe viel gelernt, ich habe gemischte Gefühle. Also wir müssen zurück, okay? Zurück bei den Großen. Ich habe viel gelernt, man muss besser. Jemand hat bei seinem Gastspiel eine Menge Eindruck geschindet, ne? Es war eine echte Lernerfahrung, Mr. Agostino. Danke. Ich danke dir, Alex. Okay. Für alles, was du hier geleistet hast. War jetzt weg, oder? Halbes Jahr nur? Was war das denn, hm? Ich gehe zurück in die Premier League. Glückwunsch, Mann. Wir sehen uns bald, hm? Okay, ich gehe zurück nach Manchester. Wir sind wohl ins Vierte. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Erfolgreiche Leid zu Manchester City zurück. Angel Di Maria, willkommen zurück bei Manchester City. Mr. Alexander, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ja, ab ins Training, ne? Also ich habe da nicht so viel Erfolg bei Newcastle, aber egal. Sieh mal an, wen haben wir denn da? Hast mich vermisst, Lili? Am Tippe. Willkommen zurück, Alex. Was ist passiert, Horro? Ist mir egal. Ich bin eh schon zur Tür raus, Andy. Hey, Guess. Hey, ein Rückkehrer, wie nett. Also, der soll mich ablösen, hm? Was redest du da, Guess? Was meinst du, Alex? Kannst du mit mir mithalten? Hey, Mann. Das weißt du doch. Die neuen SAS, oder? Wird erwachsen. Pass auf. Das nächste Mal sehen wir uns auf dem Lässt Platz. Lässt er den Verein oder was?
Walker ist dem Geld gefolgt. Das hast du verpeitscht, Hombre. Okay, das reicht jetzt. Schwingt eure Hintern auf den Trainingsplatz. Krass. Macht schon! Der ist weg. Der Kindheitsfreund ist weg. Hey, hör mal zu. Du solltest überlegen, wem du Gesellschaft leistest, Alex. Keine Ahnung, was mit ihm los ist, Boss. Nun, ein bisschen Ruhm kann eine gefährliche Sache sein. Wir waren echt dicke, fast wie eine Familie. Aber seit der Ausleihe haben wir uns nicht mehr gesprochen. Aber jetzt, wo ich zurück bin, Walker bestand auf einen Auflösungsvertrag. Der Vorstand hat ein Angebot angenommen. Von unserem größten Erzrival. Das ist Wahnsinn. Bist du bereit für deine Chance, Junge? Für mich zählt nur das Team, Menschen ändern sich. Für mich zählt nur das Team. Diesen Jungs hier, denen gilt jetzt meine Loyalität. Streng dich an im Training und gib mir alles, wenn du da rausgehst auf den Platz. Du bekommst deine Chance, Hunter. Okay? Anscheinend ist er jetzt zu Manchester United gewechselt, aber egal. Hallo Gentlemen, fangen wir an. Wir müssen den Gegner müde machen, um in der Schlussphase bessere Chancen zu bekommen. So macht man späte Tore. Nötig sind harte, saubere Pässe. Und zwar jede Menge. Schlechte Wertung sehe ich da gerade. Wow! Das ist ja der absolute Hammer! Aber das sieht ja so aus, als wäre da ein Whirlpool drin. Ich fasse es ja nicht. Wow, das hat sich ganz schön verändert. Ja, lange her. Das gehört alles dir, Alex. Großartig. Du hast es geschafft, mein Junge. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Mom. Na komm schon, sieh Michael. Dir das an. Sieh Jim! Dir das an. Für sie wäre das wohl ein Zacken zu schrill. Da fehlt Beige. Das war ein Witz. Ganz schön übertrieben für einen Teenager, oder? 1968 ist eine ganze Weile her, Jim. Ich musste mir ganz schön den Arsch aufreißen, um diese Bude hier zu kriegen, Mann. Ein kleines Lob würde jetzt sicher besser klingen. Da ist er ja schon. Der Premier League-Überflieger, der erwachsen geworden und jetzt zu allem bereit ist. Michael, damit hätte ich nie gerechnet. Na dann gewöhn dich mal dran. Denn so sieht das Leben eines Profis aus, weißt du. Hab doch gesagt, aus dir wird was, Junge. Ja. Tja, dann werde ich mal besser gehen. Okay, bis dann. Michael. Sie sind Alex Agent, kein Familienmitglied. Vergessen Sie das bitte nicht. Oh Mann, das ist ja vielleicht eine Aussicht. Unglaublich. Oder? Wow. Ja, Leute, wir haben jetzt ein Apartment bekommen, ein Luxus-Apartment. So einen Kühlschrank wünscht sich, glaube ich, jeder, wo man sich halt nicht bücken muss. Aber, ja, sieht eigentlich fein aus. Bestes eben. Sagte, du bist nur ein Agent, kein Familienmitglied. So, Training ist wieder angesagt. So, passt. Okay, Jungs, legen wir los. Wer den Ball auf engstem Raum kontrolliert, holt Chancen im Strafraum raus. Enge Ballführung, das heißt den Ball abschirmen. Ah.
Rising Star Teller muss Alexa mit seiner Fortsetzung hoffentlich den Sprung in Manchester City 11 schaffen. Die Story der Saison ist für mich der Nachwuchs. Catherine mit Alexa gestern Manchester City muss Hand in die Stadt stellen. Ja, mal schauen. In Everton spielen wir. Ja, gut. Oh, wir sind in der Startelf. Wir müssen Gas geben, Leute. Es ist nicht gut, wenn wir keine Leistung bringen. Wir müssen Leistung bringen. Mit Teamspiel natürlich. Oh, ich habe die Option gar nicht gesehen. Ob ich jetzt wirklich anfangen spiele oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Aber Startelf, Erwartung war ja voll. Full. Wir müssen gewinnen, damit wir mit oben bleiben können.